Okay, ja. Aber es ist natürlich immer noch fraglich, weil es in so kryptischen Zeichen dasteht, was für eine Verzauberung du dann bekommst. Also wenn es scheiße ist, kann sein, du musst nochmal verzaubern und die Level waren für den Arsch. Das stimmt, das habe ich gelesen, ja, dass irgendwelche Hieroglyphen dann da stehen. Ja, einfach per Glück dann auswählen. Also ich denke mal, gerade bei einem Schwert oder sowas macht sich sowas, wie ich jetzt drauf habe, so eine Feuerverzauberung echt gut, dass die Viecher brennen und du musst sie nur ein-, zweimal schlagen, dann sind sie tot. Mhm. Ich hau ja auch mal eine Fackel auf den Boden, nicht, dass hier was spawnt. Ich hatte auch gelesen, es gibt auch so einen Rückstoß-Zauber. Ja, genau. Knockback irgendwie, aber den habe ich auch noch nicht. Aber was es auf jeden Fall auch für einen Zauber gibt, diesen Smooth-Abbau irgendwie. Dass du einen Block so abbauen kannst. Genau. Ja. Oh fuck, jetzt habe ich hier wieder voll den Wassereinbruch provoziert. Scheiße. Ich weiß gar nicht, bei welchem Block man jetzt Behutsamkeit bräuchte. Bei Lapis Latin? Nee, ich weiß gar nicht. Was gab es denn da für einen Block? Gute Frage. Zum Beispiel wäre es ziemlich hilfreich, wenn man einfach ganz normalen Stein abbauen will, dass dann nicht immer Cobblestone rauskommt. Ja, das stimmt natürlich. Da musst du die nicht extra brennen und kannst dich einen Haufen Zeit sparen. Genau, und Kohle halten. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich natürlich auch, wenn ich irgendwie einen Let's Play anfange oder mache und ich habe Kohlemangel und ich gehe Kohle abbauen, dann weisen mich die Leute immer darauf hin, ach Kelle, du kannst doch auch Holzkohle machen. Ja, ja, stimmt. Das vergesse ich auch irgendwie immer. Boah, ja, ne, habe ich jetzt auch noch nicht so viel benutzt. Ja, die klassische Kohle brennt halt besser und länger. Wie weit bist du jetzt eigentlich so mit deinen Let's Plays? Final Fantasy machst du, Mario 64 machst du. Was steht da so an? Wie läuft's im Moment? Ah, jetzt habe ich dich gefunden. Bei Final Fantasy bin ich im Moment auf der Zielgeraden, sage ich mal. Also ich denke mal so knapp 10 Parts werden dann noch kommen, dann habe ich es durchgespielt. Oh. Das hat dann auch fast ein komplettes Jahr gedauert. Also ich habe jetzt mal geschaut, wenn ich das erste Video hochgeladen habe. Ja. Das war Ende Januar. Ach, Ende Januar doch schon? Ich dachte irgendwie, du hattest Mitte oder Herbst letzten Jahr. Ach, siehst du mal, wie schnell die Zeit vergeht. Nee, doch, Ende Januar irgendwann. Mhm. Und bei Super Mario würde ich mal denken, ja, etwas über die Hälfte habe ich da jetzt. Ja. Oder ungefähr die Hälfte. Da wirst du ja auch alle 120 Sterne sammeln. Ja, ja, genau. Komplett run. Da gibt es dann noch so ein kleines, wie soll man sagen? Einen kleinen Bonus zum Schluss, wenn man das macht. Mhm. Die kann ich dann auch mal herzeigen. Ich glaube, den habe ich noch nie gesehen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Bonus? Kann ich mich nicht dran erinnern, dass es da einen Bonus gab. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Das ist jetzt nichts Großartiges, aber ja. Was Nettes. Da bin ich Gold. Ja, da versuche ich mich gerade irgendwie rüber zu buddeln. Ich versuche irgendwie so einen Gang nach unten zu basteln, weil es ist blöd da mit dem Wasser und der Lava. Mhm. Das ist natürlich richtig blöd. Wo kommt denn das her? Mach's ja hier zu, zack. Da habe ich schon wieder solche Zirkusmusik hier im Hintergrund. Düt, düt, düt. Clowns. Ah, ich bin am Gold dran. Ah, ich glaube, da braucht man Eisenhacke. So kann man das gar nicht abbauen. Warte. Ich glaube, meine Spitzhacke ist gleich sowieso im Arsch. Nee, ich habe noch eine übrig. Eine Steinspitzhacke. Zack. Was? Ah, hab ich jetzt... Ah, eine Eisenspitzhacke, sehr gut. Dann nehme ich die zumindest fürs Gold und dann nehme ich wieder die Steinspitzhacke. Oh, jetzt ist das Gold runtergefallen, das gibt's doch nicht. Nein. Das liegt genau da neben der Lava, aber Moment, das kann ich noch collecten. Ist es noch nicht verzischt? Nee. Okay. Genau neben der Lava bin ich jetzt, stehe ich jetzt ohne Rüstung komplett. Oh Mann, ich hoffe auch, dass ich nicht runterfalle. Das macht nichts. Ich spring jetzt einfach mal ins Wasser rein, hier kann man ja hochschwimmen. Boah. Nur nicht gegen die Lava treiben lassen. Ich habe jetzt das Wasser gestoppt. Ach, sehr... Ah, okay, jetzt hast du's, jetzt kommt's da raus. Und jetzt verpasst. Das ist noch irgendwo eins. Oh. Ja, da drüben ist noch ein Loch. Soll ich mal die Lava auch stopfen? Ich weiß nicht. Zumindest absichern mit irgendeiner Umrandung, dass man nicht reinfällt oder so. Okay. Ich würde sagen, vielleicht so irgendwie. Ja. Achtung, jetzt kommt's oben runter. Wow, 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 wow. Mensch, erschreckt er mich? Ja, verkochen in der Lava, du Hundsgeburt, du. Warte mal, ich mach's nicht. Okay. Oh, jetzt breitet sich die Lava natürlich überall aus. Das ist eklig. Nein!
Ich komme mit hier hoch, das ist mir zu gefährlich. Warte, das ist zum Blödsten. Ich habe nur ein Erd, ich kann mit Koppel stopfen viel, aber... Jetzt habe ich da das schon mal was. Erd. Ah, okay, gut. Dankeschön. Kannst du auch Koppel nehmen, ist ja kein Problem. Ja, irgendwie kommt man schon weit. Ich habe irgendwie noch keinen Hunger verbraucht. Ach! Du hast doch friedlich oder so gestillt. Nee, auch friedlich nicht, aber ich glaube, ich hatte bei der letzten Serveraktion, da hatte ich es, glaube ich, eingestellt, weil sich die Leute aufgeregt haben, dass sie sich natürlich nur im nichts abbauen können und sonst. Das habe ich natürlich so eingestellt, dass die auch nie hungern. Ach so, aha. Ich glaube, da dürftest du jetzt auch noch keinen Hunger haben, oder? Aber ich habe erst was gegessen, erst schon ein Steak. Okay, sehr merkwürdig. Was verbraucht. So, jetzt dürfte die Lava zurückgehen. Ich habe hier oben die Quelle gestopft. Okay. Hier ist noch was über. Das stopfen wir auch mal noch. So. Kann es höchstens sein, dass es jetzt dunkel wird gleich, oder? Ja, könnte sein. So, mal gucken. So. So, jetzt sickert sie weg. Jetzt haben wir sie endgültig ausgestopft hier. Ausgerottet. Weg mit der Lava. Er braucht das Mistvieh. Ja, genau. Oh, das noch? Hier hinten kommt noch irgendwas raus. Warte mal. Na, das ist, glaube ich, hier. So. Jetzt dürft's aber langsam weggehen. Nee, hier hat sie sich auch schon verbreitert. Das müssen wir jetzt bis unten hindurchziehen hier. Jetzt aber. Oh, das nochmal Gold. Die hier machen wir auch aus. Ja, jetzt wird es langsam richtig dunkel hier. Ich versuche mal ein bisschen mit Fackeln gegenzusteuern. Ja. Okay. So, dann nehme ich mal eine Diamantspitzhacke rein. Oh, Gravel. Nehmen wir halt mal ein bisschen Gravel mit. Oh, hier hast du schon wieder Gold gehabt. Hast du gerade eingesammelt? Ja. Okay. Gravel. Taub drüber heil im Musenginst. Ach, das war doch irgendwie so ein Sprecher, den du mir mal schon mal erzählt hast. Ich weiß gar nicht. Loriot, genau. Ach ja, genau. Krabi. Wo sich deine Zuschauer beschwert haben, wieso du Loriot nicht kennst. Ich kenne jetzt selbst nur vom Aussehen. Ich habe das nicht jetzt alles geguckt. Ich weiß, ich habe gar nicht geblickt, was der da redet, über was. Ist das ein Gedicht oder was? Ja, das ist so ein Gedicht. Der ist da irgendwie auf so einer Gedichtvorlesung. Ach so. Ich habe den Film, habe ich jetzt auch nicht ganz gesehen. Da Papa Ante Portas heißt der ja. Aha. Und ich kenne bloß diesen Clip von YouTube, wo der es halt sagt. Und hab das so abgefeiert. Ja, und seitdem ist es natürlich überall bei Minecraft-Leuten wahrscheinlich schon mit bekannt. Oh, wir haben viel Redstone und Lapis. Da kommst jetzt auch die etwas selteneren Materialien hier. Irgendwie klingt es gerade ein bisschen komisch von Skype her. Verbindung ist anscheinend irgendwie gerade nicht so gut. Was? Bei mir klingst du echt perfekt. Jetzt ist wieder okay. Ja. Okay. Komisch. Oh, hier geht's auch noch weiter. Wow. Ist da noch ein Lavasee unten drunter? Ja, jetzt sind wir so langsam auf dem Lava-Level angelangt, wo wir dann auch unter anderem Diamanten finden können, nehme ich an. Ja, da könnten wir mal ein bisschen... Bisschen suchen hier. Hier ist noch Eisen. Natürlich ist es voll in die Lava gefallen. Sehr schön. Naja, bei Eisen ist es noch verschmerzbar. Und wieder den Berg Gravel. Boah. Gravel. Wie sich das Wort übrigens voll verbreitet hat. Eigentlich ja Gravel. Ja, ne? Das ist schon irgendwie komisch. So gar kann nicht ich mir jetzt irgendwie so eine Brücke bauen. Oh, hier hast du sogar eine... Oh, hier ist eine riesen Schlucht. Wow. Oh, sehr gut. Da können wir doch mal reingehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber hier das irgendwie zumachen noch. Das ist ein Lavasee. Ich baue mir mal hier ein bisschen Erde ab, was hier nicht gebraucht wird. Ach, den hier, ja. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel abgebaut. Dass ich ein bisschen was zum Zumachen habe hier. Mhm. Ich habe ja gar nichts. Kommt denn das hier? Zack. Lup, lup, lup. Lup, lup, lup. So, und deswegen habe ich nämlich meine Diamantspitzhacke mitgenommen. Ich guck mal, ob ich hier an den Obsidian rankomme. Ja.
Den brauche ich nämlich noch für irgendwas, für so einen Braustand oder für irgendwas brauche ich das noch. Oh, ein Braustand. Nein! Oh doch, ich hab's gekriegt. Wo hier drunter Lava ist. Ich hoffe, dass nicht wie in meinem Trailer, den ich habe, dann irgendwo ich eine Brücke bauen will, dann kommt ein Zombie auf mein Head geklatscht. Ja, das wäre bitter. Eieiei. Die schönen Diamanten. Ich habe nur 26 Stück. Mann, das waren viel. Ja, aber ich spiele auch jetzt ein bisschen offline zurzeit Minecraft im Singleplayer. Ach so, jetzt nicht auf Mithrundir hier, sondern, oder Mithrundir, wie es die Elben aussprechen. Ja, genau, sondern... Oh, fuck. Okay, was machst du da so? Ich glaub, da habe ich halt auch so eine Flucht mal entdeckt jetzt vor kurzem. Mhm. Und da habe ich dann ganz vorsichtig über die Kante gelugt, ja. Natürlich kommt von hinten ein Zombie und schubst mich voll runter. Oh, mein Gott, ey. Ja, Leute, wer will, dass Frelle sein Minecraft offline als Let's Play macht? Ich wusste, dass das kennst mich doch. Ah, nein. Ist natürlich ganz allein Frelles Entscheidung. Da hat niemand rein zu euch. Aber Wünsche können sie ja äußern, die Leute. Ja, gerade so am Anfang, wenn man jetzt irgendwie nur am Holz abbauen ist und ja. Material sammelt, dann ist das immer so ein bisschen eintönig, denke ich mal. Weiß nicht. Das ist eigentlich ganz interessant. Ich meine, deswegen laufen die Let's Plays ja mit am besten so viele. Hast du eigentlich noch Fackeln? Ich habe keine mehr. Ja, Moment. Fackel, Fackel, Fackel. Ich darf aber wieder stoppen. Oh. Egal. So. Wieder Haufen Kohle. So, ich gebe dir mal alle, die ich noch habe. Jetzt mache ich mir mal selbst neue. Ah, okay, super. Ein paar Fackelchen. Oh, hier hinten haben wir noch Redstone. Es lohnt sich auch in Sackgassen reinzugehen. Oh, noch mehr Redstone. Noch mehr. Das gibt's ja nicht. Keine Frelle, die haben hier mal angefangen, richtig technische Gerätschaften aufzubauen. Oh, da muss ich mich auch nochmal irgendwie belesen, weil da habe ich irgendwie auch... Was mache ich denn? Da habe ich überhaupt noch keine Ahnung so richtig, was das angeht. Das ist schwer. Mit diesen ganzen Repeatern und... Oh ja. Schaltkreisen und. Kenne ich auch noch nicht, die Repeater. Aber man kann ja richtige Zeitabstände einlegen, dass etwas alle eine Sekunde aktiviert wird oder irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Ja, Verzögerung und sowas. Genau. Ja. Frag mich nicht, du. Oh Gott, Lava zubauen ist natürlich auch immer was Riskantes. Ja. Es ist immer so ärgerlich, wenn man. Man haut ewig auf so einem blöden Obsidian rum. Und dann fällt er in die Lava. Brauchst du dafür und? Keine? Dafür brauchst du doch Diamantspitzhacke, hast du da? Ja, yeah, die habe ich ja mitgenommen. Ach so, okay. Hat sich ja jetzt gerade. Ach scheiße, ich mache jetzt hier mal weiter. Wobei ich glaube, Obsidian brauchst du eigentlich sowieso nicht. Beziehungsweise ich habe ja im Moment noch die Hölle deaktiviert. Ja, ja, aber ich, man braucht das glaube ich für den Tranktisch oder für so sowas. Ah genau, ja, Zaubertisch und so weiter braucht man schon, stimmt. Dafür hatte ich es halt gebraucht jetzt. Und für irgendwas braucht man, glaube ich, auch noch eine Enderperle. Und da habe ich auch bis jetzt irgendwie noch keine erbeuten können. Wenn ich mal den Enderman in die Tasche gesteckt habe, dann hat der immer nichts gedroppt irgendwie. Ja. Ich glaube, die Hölle, die kann ich auch demnächst mal wieder einschalten. Ich habe halt so Sicherheitsmaßnahmen getroffen für dieses öffentliche Event da, was da war. Ja, ja, dass genau. Dann nicht noch die Leute in die Hölle gehen und dann leckt so und alles stürzt ab und verreckt. Ja, ja, das verstehe ich auch. Ist ja richtig. Es sind immer ein paar notwendige Maßnahmen. Notwendig, obwohl trotzdem natürlich jemand hier, wie du vielleicht mitbekommen hast, Server gehackt hat und alles war voller Lava. Die ganzen das, Gebäude. Das hat mir Herr Sommer erzählt, ja, ja. Stimmt. Das ganze Haus von Remagius war auch, stand komplett in einem viereckigen Lavablock drin und so weiter. Oh. Aber man macht ja viele, viele Backups und dann ist sowas kein Problem, dann lacht man drüber. Okay, hier drunter scheint's. Kohle ohne Ende hier. Ich glaube, da hast du dann genug dein Leben. Das Einzige, was ich halt nach dem Server-Event bemerkt hatte, war, dass halt, wo ich dir erst gezeigt habe, bei meinem Schneegolem-Turm diese Fallgruben da,
also diese Falltüren, da hatten, die hatten einige hochgeklappt. Okay. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie gedacht haben, das gehört so oder so. Ah, wahrscheinlich, das kann sein. Aber das ist ja auch nicht schlimm, also ich meine. Nächstes Mal in Zukunft werde ich es halt sowieso so machen von Anfang an, dass ich sage, okay, da ist vielleicht ein Server-Event und danach wird grundsätzlich einfach mal sicherheitshalber ein Backup eingespielt, auch wenn jetzt zum Beispiel nichts gewesen sein sollte. Ja. Da muss man halt das mit seinen Kollegen hier drauf bauen, also mit dir und Herr Sommer vorher absprechen und dann, dass da nicht großartig was gebaut wird. Und dann sollte es laufen. Dann könnt ihr kleinen Cheater, ihr kleinen Creeper, nämlich uns mal am Mocha lecken, wie man so schön sagt. Ja, ich meine, es ist ja auch gut, dass die Leute die Falltüren bedienen können, sonst könnten sie ja einige Sachen nicht betreten und ansehen. Ja, ebenso. Also Hebel, Buttons, Falltüren und so weiter, es muss Türen, das muss schon alles Oh, hier sind Diamanten. Da rechts beim Wasserfall darfst du gerne aufsammeln. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Obsidian abgegrast. Das denke ich mal reicht jetzt fürs Erste, damit ich meinen Brautisch bauen kann. Der Brautisch. Jetzt würde ich ja gerne das Wasser da stoppen, aber das. Aber nee, ich hungere nicht. So nebenbei nochmal erwähnt. Okay. Äußerst mysterious. Apropos mysterious. Gestern kam wieder Spider-Man im Fernsehen. Habe ich auch kurz gesehen, ja, aber die habe ich mittlerweile schon so oft gesehen, dass ich da das nicht mehr bis zu Ende geschaut habe. Ja, mittlerweile kennt man die alle auswendig. Ja. Hast du eigentlich schon diesen neuen gesehen? The Amazing Spider-Man? Nee, noch nicht. Da bin ich noch irgendwie so am Zögern. Ich finde das schon irgendwie. Ich finde die normalen 3 Teile ja jetzt super. Und wenn ich dann schon wieder höre Amazing Spider-Man, finde ich das irgendwie schon wieder übertrieben. Schon wieder was Neues. Ich meine. Keine Ahnung, ich mag die ersten 3 halt. Ich will es mir dann nicht irgendwie mit einem neuen wieder versauen. Der arme Tobey Maguire, der ist auch amazing. Was, war auch das der Schauspieler wieder? Nee, das ist der halt die alten Filme, die alten in Anführungsstrichen. Ach so, ja. Und diesen Amazing Spider-Man hat er jetzt jemand anders gemacht. Ach so, dann mag ich ihn schon nicht. Es muss Tobey Maguire sein, weil ich es gewohnt bin, den zu sehen. High-End Prepaid Game Server gibt es bei Nitrado.